Seine Beziehung zu Menschen währte nur kurz. Ende des 16. Jahrhunderts entdeckt, wurde der auf Mauritius lebende Dodo bald ausgerottet. Bei ihren Recherchen für die geplante Rekonstruktion eines Dodos beschäftigte sich Hildegard Enting intensiv mit der Geschichte des bei Seefahrern als leichte Beute geschätzten Vogels. Er hatte tatsächlich keine natürlichen Feinde und war deswegen eben auch nicht scheu und ist quasi auf seine Totschläger zugelaufen. Und das, was aber mitentscheidend war, die Seefahrer haben natürlich auch andere Tiere mit eingeschleppt auf die Insel. Hunde, Katzen, Affen sogar, weswegen Affen weiß ich nicht, aber Affen waren auch dabei, dann kamen natürlich Ratten. Und spätestens damit war das Schicksal des rund 20 Kilogramm schweren, flugunfähigen Taubenvogels besiegelt. Die letzten Berichte über lebende Tiere datieren aus dem Jahr 1690. Skizzen und Beschreibungen aus dem 17. Jahrhundert bilden auch die Grundlage für die geplante Rekonstruktion. Es wurden auch Dodos mit nach Europa gebracht. Und ein Dodo oder vielleicht auch mehrere mit nach Indien genommen. Und da gibt es auch eine zeitgenössische Miniatur, die auch sehr, wahrscheinlich die tatsächliche Farbe widerspiegelt. Denn während der Knochenbau dank zahlreicher Funde gut überliefert ist, kann über das Gefieder des Dodos nur noch gemutmaßt werden. Für ihre Rekonstruktion hat Hildegard Enting bereits die Federn einer ganz bestimmten Hühnerrasse vor Augen. Ich möchte ja eine Lebenddarstellung, also ich möchte ihn ja quasi wieder so darstellen, als wäre der tatsächlich plausibel wiedererweckt, sage ich mal vorsichtig. Also ich hoffe natürlich, es gelingt. Doch so weit ist die zoologische Präparatorin des Senckenberg-Museums noch lange nicht. Derzeit arbeitet sie an verschiedenen Modellentwürfen aus einer weichbleibenden Knetmasse, die sich jederzeit weiter bearbeiten lässt. Das Schöne ist, dass ich dann auch mit dem Paten, den es ja gibt, der dieses Projekt finanziert, dass ich ihm dann auch also beteiligen kann an dem späteren Dodo. Mit einem Patenschaftsprogramm finanziert das Senckenberg-Museum den Erhalt und die Pflege vieler Ausstellungsstücke. Oder wie in diesem Fall gar die Erschaffung eines neuen Exponates. Die realistische Rekonstruktion eines ausgestorbenen Tieres. Für Hildegard Enting eine ganz besondere Herausforderung. Ich freue mich schon sehr darauf, dem Dodo dann gegenüberzustehen und Auge in Auge quasi. Und zu schauen, ob wirklich die Rechnung, also all das, was ich mir dann vorgestellt habe, ob das tatsächlich dann auch umgesetzt wurde und eben den Effekt hat, den ich mir wünsche. Einige Monate wird es aber wohl noch dauern, bis sich der Dodo und die Besucher des Museums neugierig gegenübertreten können.